Du glaubst also, dass du hier auf diesem Server Leute abziehen kannst, oder was, hä? Ja, du Spaß, du denkst dir, du kannst hier auf die Eier gehen, oder was? Ja, glaubst du, nee, Arschlecken. Du ziehst hier nie wieder Leute ab, hast du's verstanden? Nee, hier, das hast du davon selber schuld. Ohne Scheiß, ich will dich hier nie wieder sehen. Ohne Scheiß. Verpiss dich einfach. Jo, Freunde, was geht? Ich bin mal wieder auf dem durchrasten.de Server, Freunde. Das ist so ein cooler Server, Freunde. Ich will ja jeden von euch mal drauf spielen sehen. Ohne Scheiß. Die Server-IP findet ihr natürlich ganz oben unten in der Videobeschreibung. Ihr könnt da mit der 1.9, 1.8, 1.10, 1.11, 1.12, mit so gut wie allen Versionen, könnt ihr da drauf joinen. Der Server ist so geil. Das wäre so geil, wenn ich da mal mit jedem von euch drauf zocken könnte. Wie gesagt, durchrasten.de. Joint da einfach mal drauf und zockt eine Runde, Freunde. Ich benutze in diesem Video übrigens undercover den Griefer King-Rang. Den könnt ihr euch auch besorgen. Im Shop auf store.durchrasten.de ist natürlich auch alles in der Videobeschreibung verlinkt, meine Freunde. Es gibt momentan auch viele andere coole Ränge, die runtergesetzt sind. Schaut einfach mal auf store.durchrasten.de vorbei und informiert euch, was ihr mit den Rängen alles machen könnt. Mega heftig und lohnt sich momentan, wie gesagt, mega, Freunde. Freunde, ihr glaubt nicht, hier ist gerade ein Abzocker, okay? Und der hat hier gerade auch noch im Chat was geschrieben. Sieht man das hier noch? Nein, das sieht man jetzt nicht mehr. Kacke, ich habe auch verkackt, einen Screenshot zu machen. Ist auch egal jetzt, Freunde. Auf jeden Fall werde ich jetzt gleich undercover mit einer anderen Identität im Teamspeak zu den Reihen joinen. Ich gehe jetzt erstmal in Vanish, dass er mich nicht entdeckt, Freunde. Wir sind schon nicht... Ich glaube, der hat mich schon entdeckt, oder? Ich glaube aber nicht. Nein, wir werden es gleich sehen, wenn ich zu dem reinjoine. Ich werde jetzt mit einer anderen Identität zu dem in Teamspeak reinjoinen. Und mir wurde gesagt, dass der Leute hier im Teamspeak abzieht. Dass der irgendwie Minecraft-Accounts oder so verkauft. Und dass die Leute das dann gar nicht bekommen. Irgendwie so, das haben wir ein paar Teammitglieder erzählt. Ja, und ich würde sagen, ich join jetzt einfach direkt zu dem rein, Freunde, und mal schauen, wie der so versucht, mich abzuziehen, Freunde. Falls euch das Video gefällt, lasst doch auf jeden Fall mal einen Daumen oben da, Freunde, es würde mich mega freuen, und schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr von dem haltet. Ich muss jetzt noch erstmal einen Schluck trinken, Freunde, und dann joinen wir sofort zu den Typen rein. So. Jetzt muss ich erstmal mit einer anderen Identität joinen. Es wäre flop, wenn ich mit meiner Serverinhaber-Identität zu dem rein joinen würde. So, jetzt geht's los, Freunde. Channel switched. Hi. Jo, moin. Ey, du, ich habe gehört, dass du hier ein paar krasse Sachen verkaufst. Was verkaufe ich denn zum Beispiel? Also, mir wurde gesagt, dass du Minecraft-Accounts verkaufst. Ah. Die Griefer King und so schon auf Durchrasten haben zum Hacken. Wer erzählt denn sowas? Das hattest du im Minecraft-Chat geschrieben. Ah, hast du es gelesen? Okay, gut. Ja. Brauchst du einen? Ja, aber ich weiß nicht, weil ich hab ein bisschen Schiss, dass du mich abziehst, weißt du? Ja, wie soll ich dich denn abziehen? Das ist ja ein synchrones Austauschen von Geld und dem Account. Ich meine, du zahlst 15 Euro für diesen Account, der Griefer King hat. Da zahlst du eigentlich insgesamt so 140 Euro oder so, keine Ahnung. Ey, bekommt deine Stimme voll bekannt vor. Wie meinst du? Du warst doch nicht dieser eine Hacker-Typ bei SkyGuy im Video? Ja, der Spasti hat mich ein paar Mal gegrieft. Aber der hat dich doch immer gebannt. Der andere Spasti, ja. Es gibt hier inkompetente Leute, die... Man kann sich erstens eine Armband kaufen mit dem abgeskippten Geld, ist das nicht schwer. Mit dem Geld, das man da verdient, ist das nicht schwer. Und von dem her... Ja, ist ja auch egal jetzt. Ich will ja nur Guy Griefer King und das ist ja auch sau billig bei dir, ne? Ja. Also, willst du kaufen? Ja, aber ich würde schon gerne eine Garantie haben, dass du mich nicht abziehst, weißt du? Ja, was soll ich dir für eine Garantie geben? Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Hast du vielleicht einen Kunden oder so, den ich mal befragen könnte? Nee, eher nicht. Okay. Und wie läuft das denn? Also ich, und wie viel kostet das überhaupt? Ich hab den Preis jetzt gerade nicht mehr im Kopf. 20 oder 50. Also es kommt halt drauf an, mit was für einem Rang du den Account willst. Okay. Also, und wie kommst du? Und wie kommst du daran ran, an diese Accounts? Das kann ich dir leider nicht sagen. Nee. Das verrate ich ja mein Geheimnis, sonst machst du das ja auch am Ende. Das Betriebsgeheimnis, ne? Richtig. Ich denke schon, du verstehst sowas, ne? Wirtschaftsking. Ja. Nee. Das Ding ist halt, wenn ich dir das verrate, dann ja. Ist ja blöd. Ja, ich hätte hier eine Paysafe-Card rumliegen. Wie viel ist da drauf?
Ich weiß gerade nicht mehr genau, da müssten 35 und ein paar Zerquetsche drauf sein. Ja, das reicht eigentlich voll. Also für Griefer King reicht das. Okay, dann würde ich dir das jetzt schicken, okay? Jo, mach das. Muss mich mal ganz kurz muten. Freunde, ich schicke ihm natürlich keine echte Paysafe Card. Ich verarsche ihn jetzt erstmal, dass er schön den Code da eingeben muss und so, als ob ich dem jetzt eine echte Paysafe Card schicke, Freunde. Mikrofon aktiviert. So. So, das müsste der Code sein. Okay, so ich. Nicht wundern, jetzt, ich buche das gerne mal ab. So. Kannst du mir dann jetzt den Account schicken? Ja, erst warten, erstmal will ich das Geld überprüfen. So. Okay. Nicht, dass du mich hier abziehst, ja? Hm. Boah, hab ich den Scheißcode jetzt falsch eingegeben oder was? Oh, was ist denn das für ein Scheißdreck, Alter? Ist das sicher der richtige Code? Warte. Ja, der Scheißcode funktioniert nämlich nicht. Bist du dir sicher, dass der nicht funktioniert? Ich hab's jetzt zweimal probiert. Und du hast den auch 1:1 so abgetippt? Richtig, hab ich. Warte, ich guck grad auf meinem Kassenbon nach. Ah, du musst die... Die 3 ist keine... Nach der 3 kommt noch eine 3, weißt du? Statt einer 2. Also die 2 darf eine 3 ersetzen? Ja. Okay, ich versuch das jetzt nochmal, ne? Wenn das jetzt nicht geht, dann... So, 3. Oh, Paysafe-Karte nicht gefunden. Registriert. Herr Wasser, nein. Welche 3 hast du mit der 2 ausgetauscht? Die hinten oder die vorne? Die hintere. Ja, ich meine die vordere, das auch noch. Ja, du willst dich doch flachsen, oder? Nein. Junge, ich hab das hier gerade eingegeben. Ich hab sogar extra nachgeguckt, wie viel da noch drauf ist für dich, Mann. Ganz ruhig. Ja, warum funktioniert... Ich probier's jetzt nochmal, ja? Das ja. Ist verarschen hier. Mann. Wir haben Aufladen. Sag mal, willst du mich eigentlich flachsen, oder was? Ich scheiße dir immer noch nicht. Ja, das muss aber echt gehen, ohne Scheiß. Ja, es geht aber nicht. Junge, weißt du, ohne Witz, du kannst mich mal am Arsch lecken, wenn du mich hier verarschen willst, ne? Dann... Ich denke mal was Feines für dich aus. Da fehlt dein scheiß Minecraft-Account am Ende auch mal so. Kannst dir drohst kommen, du mir jetzt gerade? Nö, ich tue nur so, weißt du? Ja, was kann ich denn dafür, wenn der Paysafe-Card-Code nicht bei dir funktioniert, Mann? Ja, was für bei mir nicht, Alter? Du willst mich doch verarschen hier, oder was? Junge... Mein scheiß Haus bauen sich hier Blöcke ab. Ja. Ja. Komisch. Was ja? Ja, probier den Paysafe. Ohne Scheiße, musst du den falsch eingegeben haben. Weil ich hab das gerade auch bei mir ausprobiert. Ich gebe doch den scheiß Paysafe-Kartencode nicht falsch ein. Ja, aber bei mir ging der doch gerade. Oder. Warte, ich gebe den auch mal. Ich gebe den mal ganz kurz bei mir ein. Ja. Probier mal besser aus, du dummer Spaß, Alter. Bevor du mich hier verarschst. Ey, das ist jetzt. Ey, du hast mich abgezogen. Da ist jetzt 0 Euro drauf. Ja, willst du mich verarschen? Die scheiß Paysafe-Karte ist nicht mal registriert. Ja, doch. Da ist 0 Euro drauf jetzt. Bist du irgendwie behindert? Nee, bist du jetzt behindert? Willst du mich verarschen? Ja, willst du mich einflexen? Wieso? Du schickst mir einen Paysafe-Kartencode, ja? Und sagst, du hier, was kann ich Euro dafür, wenn du zu doof bist zum Eingeben? Was bin ich zu blöd? Willst du mich jetzt verarschen? Du bezeichnest mich als dumm? Ich hab nur gesagt, wenn du. Das kann ja mal passieren. Ja, halt die Fresse ohne Witz, Alter. Aus welcher Inzestfabrik haben deine Scheißeltern dich adoptiert, ne? Junge, brauchst du nicht gleich so frech werden. Was kann ich dafür, wenn du zu inkompetent bist, den Code da vernünftig einzugeben? Der eingegebene Paysafe Card PIN ist uns nicht bekannt. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingaben! Kann ich ja nichts für. Bei mir hat das funktioniert. Und jetzt möchte ich gerne meinen Griefer King Account haben. Du kannst mir mal einblasen, mehr kannst du nicht, Alter. Junge, warum, erst ziehst du mich ab und dann willst du mir noch nicht mal den scheiß Code geben, oder was? Was ich zieh dich doch nicht ab, du dummes Kind. Doch, jetzt ist da 0 Euro drauf. Jo. Ich melde dich beim Support. Ist doch gar nicht anders verdient. Ich melde dich beim Support. Du kannst mir mal einblasen, Alter, die können mir gar nicht, die Hurensöhne. Ich melde dich jetzt beim Support, ohne Scheiß. Ja, meld mich doch bei den anderen. Freunde, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt gebe ich mir den Supporter ran. Sekunde, ich gebe mir jetzt den Supporter ran.
Und jetzt geh ich mal zu dem rein und mal schauen, wie der so reagiert. Erstmal brauche ich jetzt einen anderen Stimmverzerrer, weil sonst wäre das ja mega auffällig. So. Freunde, es wird so lustig. Channel switched. Ja, hallo, da hat gerade jemand gesagt, dass er von dir abgezogen wurde. Doch, das war irgendein behinderter kleiner Minecraft-Spasti. Scheiße, glaube ich, den abgezogen. Ey, du brauchst ja nicht gleich so ausfallend werden. Ja, halt mal die Fresse, du sollst als Supporter ja nicht so unfreundlich sein. Sag mal, willst du mich verarschen? Wie? Was für verarschen? Du bist doch zu mir gekommen. Du brauchst ja nicht gleich, das war nur eine vernünftige Frage, du hättest sie auch normal beantworten können. Ja, dann chill deine kleinen Bubis, Alter, was... Auch nochmal geantwortet. Hast du noch eine Frage? Oder kannst du wieder gehen? Ja, ich gehe und komme gleich wieder. So, Freunde, jetzt mache ich Folgendes. Jetzt schaue ich mal mit meiner Inhaberidentität rein. Disconnected. Connected. Channel switched. Ja, na? Oh nein. Oh nein. Ich bin wieder du dummer Spaß, Alter. Ja, ich war gerade der Typ, mit dem du die ganze Zeit geredet hast. Sag mal, willst du mich eigentlich verarschen? Deine Stimme ist... Boah. Was für verarschen? Du dummer Hurensohn, kannst du dich mal in Ruhe lassen, oder was? Hast du gerade zu mir gesagt, dass ich dich nicht in Ruhe lassen kann? Ich hab dir bestimmt gefühlt 5 Millionen Mal gesagt, dass du hier nicht mehr erwünscht bist und dass du dich verpissen sollst. Und jetzt erwische ich dich hier auf diesen. Jetzt erwische ich dich hier, wie du Leute abziehst. Ja. Kannst du mal genüsslich meine Rosette lecken, Alter? Ja, was bist denn du für ein Homo, Alter? Oh, bist du ekelhaft! Einfach ekelhaft abschlossen wie dieser ganze Scheiß-Server mit seinen Minecraft-Kindern drauf. Ja, ohne Scheiß, dann verpiss dich doch einfach von hier. Ja, was für verpiss dich doch einfach. Ich bin hier Stamm-User, du dummer Hurensohn. Ja, bist hier Stamm-User. Ganz bestimmt bist du hier Stamm-User. Also, ich bin auch Stamm-User bei deiner Mutter im Puff jeden Abend, die dumme Nutte. Jetzt sei mal nicht so frech hier, ja? Sei mal nicht so frech hier. Hab mal die Fresse hier. Nee. Kannst du? Wieso ist es eigentlich möglich, dass du dich einmal verpisst? Was meine Angelegenheiten rausfällt. Ach, ich soll mich also von meinem Minecraft-Server, von meinem eigenen Minecraft-Server, wo ich Inhaber bin, soll ich mich verpissen? Das Einzige, was dir hier gehört, ist es recht, die Fresse zu halten. Ja, okay. Ja. Oh, Junge, komm, ich wusste es direkt, du scheiß nur so ein bisschen wieder bei meinem Grundstück dran. Ja, zeig dich doch wenigstens, geh aus deinem scheiß Vanish raus. Ach, ich soll mich zeigen? Okay, hab ich kein Problem mehr. Ja, da bist du dummer Spaß, Alter, ha? Ja. Dummer Mike, bist du behindert ohne Witz, du läufst schon mit dem schwulen TNT-Block-Skin rum, Alter. Ja, ich hab sogar TNT in der Hand. Guck mal. Was? Guck. Die Scheiße! Mach doch die Scheiße weg! Mach das wieder! Oh, yeah! Fink die Scheiße wieder von Junge, du bist selber schuld! Ich hab dir. Warum verpisst du dich nicht hier einfach? Ja, bist du ja wirklich! Junge, du bist. Wie kann man nur so ein Spaß hier sein? Weißt du, ich hab eine Idee. Ich biete dir einen Anteil an. Bietest du mir einen Anteil an? Ich hab Kollegen auch schon angeboten, aber der hat's ja abgelehnt. Ich biete dir einen Anteil an. 10% am kompletten Gewinn. Ein Anteil? 10%? Ja, geil. Was ist dein Umsatz? Der ist zu hoch. Circa 1000 Euro in der Woche. Dann kriegst du 100 Euro in der Woche. Wärst du damit gut abgeregelt? Ja, klar, machen wir. Kein Ding. Ach, da gehst du jetzt drauf ein, oder was? Ja. Ja, dann bau die Scheiße mal nicht ab und bau sie wieder auf hier. Ja. Richtig so. Ja, mach das mal schneller und schöner. Ja. Aber dann auch wirklich, ne? Nö. Nein. Verdammte Scheiße, hier kommt kein Kind hin. Bist du irgendwie. Hä, hey, lol, sorry, das wollte ich gar nicht, ups. Lol, das wolltest du gar nicht, nee. Nee, wollte ich wirklich nicht. Wollte ich echt nicht. Was, Alter, jetzt bau die Scheiße wieder hin, los. Hier, da. Ja, ich mach die Scheiße wieder hin, warte. Ja, und zwar zackig. Jetzt kannst du mal was erleben, Alter. Ja, danke, hast mich eingesperrt, danke, Spassel. Hier, guck mal. Aber jetzt werde ich auch beteiligt am Gewinn, ne? Jo, erstmal eine Woche abwarten. Wie, erstmal eine Woche abwarten? Ja, erstmal eine Woche abwarten. Ja, du bist ja schon seit 2 Monaten auf meinem Minecraft-Server. Das heißt, mir stehen jetzt ja 800 Euro zu. Ein bisschen mehr dürfte dir zustehen. Aber nein, ab jetzt gilt das, du dummer Spaß. Bist du behindert? Junge, als ob ich überhaupt mit dir jemals... Nein, ohne Scheiß, ich will dich hier nie wieder sehen. Verpiss dich bitte einfach von hier. Verpiss dich bitte einfach von hier. Nein, Junge, ich bin nur aus Joke eingegangen, Alter. Als ob ich darauf eingehe. Du hättest mich wahrscheinlich sowieso abgezogen. Als ob ich dein dreckiges Geld will, ohne Spaß. Guck, meine Kiste hast du nicht angefasst. Du super dummes Arschloch, Alter.
dummer Hurensohn, Alter. Ja, weißt du, ich frag mich eigentlich, wie wenig Ehre, wie wenig Kompetenz du eigentlich besitzt. Wie behindert du eigentlich bist, ohne Scheiß. Joa, ich bin richtig behindert. Was bist du eigentlich für eine Persönlichkeit? Was bist du für ein Spasti? Ohne Spaß. Ich bin Spasti. Was hat das denn mit meiner Persönlichkeit zu tun? Ach so ist das also. Ja, wahrscheinlich. Ja. Das habe ich doch gern. Ja. Weißt du, was ist wahrscheinlich hast du hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Doppelkisten und dann nochmal 1, 2, 3 halbe Kisten Dias. Nee, Arschlecken. 9, wenn du rechnen könntest. Ja, ich hab die halben Kisten einzeln gerechnet. Ja, so wie du es in der Hauptschule gelernt hast, ne? 1 plus 1 ist gleich 3. Hm, merk schon. Ja. Mach die Scheißkiste jetzt wieder hin! Bist du euch irgendwie behindert? Nö, selber schuld, würde ich sagen, ne? Ja, was ist selber schuld? Halt die Fresse, dummes Arschloch! Nö, halt nicht. Deine Eltern sind doch Geschwister, Alter! Deswegen haben sie sich auch aus dem Tier mal adoptiert, weil sie sonst so eine... Ach so, ja. Ja. Folgendes. Was Folgendes? Pepan... Weißt du, dein Brief von letztens könnt ihr auch in den Arsch schieben! Oh, wie heißt denn nochmal Ingame, du Spacken? Ja. Und, wisst ihr es jetzt wohl gerne? Ach. Dummer Spaß, Alter! Ja, jetzt muss ich halt nachgucken. Ja, Kuramixi, Spassi. Kuramixi? Hab grad einen Chat geschrieben, du Arschloch. So. Weißt du was? Was machst du? Stopp, was machst du? Warum? Was? Verpiss dich selber! Eines Tages komm ich und mach diesen Scheiß-Server kaputt, das ist meiner. Nein. Ja, ach, das ist dann... Ja, weil das auch so einfach geht, ne? Ja, ich würde dann sagen, Fick dich! Halt die Fresse! Ja, ne? Verpiss dich. Ich bann dich dann gleich, ne? Noch auf dem Teamspeak, ne? Deine Mutter kannst du mal bannen! Ja. Du mich auch. Freunde, ohne Scheiß, was ist denn mit dem nicht richtig? Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch auf jeden Fall mal einen fetten Daumen um da, Freunde. Es würde mich mega freuen. Und joint, wie gesagt, auf jeden Fall auf dem durchrasten.de-Server. Ich habe in diesem Video den Griever King-Rang benutzt. Den könnt ihr euch auch im Store besorgen. Store.durchrasten.de. Mega heftiger Sommer-Sale momentan auch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf dem durchrasten.de-Server oder beim nächsten Video morgen. Haut rein, Freunde. Ciao.